Hallöchen, willkommen zurück zu Majora's Mask. Gerade den dritten Tempel fertig gemacht, die Feen zurückgebracht. Und jetzt können wir nämlich, da leuchtet schon die Fackel. Jetzt können wir nämlich das Fischerspiel machen. Da hinten auf die Plattform können wir gehen. Hier ist noch so ein oller Raubschleim. Dann gehe ich mal da auf die Plattform. Des Fischers springen lebendige Herausforderung. Fahren Sie mit dem Boot zur Insel des Fischers, um genaueres zu erfahren. Das Wort erfahren hat da natürlich nicht mehr aufgepasst, ne? So, jetzt müssen wir warten, bis das Boot in die Reichweite da gefahren ist. Zur Palme. Können wir da hin? Ach, 20 Rubine kostet das Spiel. Ja, zum Glück habe ich 40 bei. Mann, daran... Das vergesse ich sehr oft, dass man für die Spiele auch Rubine braucht, ja? Guten Tag. Dort das Meer nun wieder in Ordnung zu sein scheint, werde ich wohl in den Tourismus einsteigen. Für nur 20 Rubine darfst du an einem Spiel teilnehmen, bei dem es einen großen Preis zu gewinnen gibt. Dann besuche die Insel im Zentrum. So, hier sollte man die Hasenohren nicht aufsetzen, sonst springt man ziemlich weit. Oh, du willst es wagen? Dann lass mich dir die Regeln erklären. Ich werde die Fackeln auf den umliegenden Inseln in einer bestimmten Reihenfolge entzünden. Spring auf die Insel mit der brennenden Fackel. Gelingt es dir, bevor die Fackel erlischt, erhältst du einen Punkt. Ich glaube, man muss... Ja, 20, genau. Erzielst du 20 oder mehr Punkte innerhalb des Zeitlimits, gewinnst du den großen Preis. Aber jeder Versuch kostet 20 Rubine. Und wenn man ins Wasser fällt... Ich glaube, man muss dann... Ja, wird man... Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht wird man gefragt, ob man nochmal machen möchte. Oder man muss dann halt wieder mit dem Boot dahin fahren. So. Ja, das meinte ich nämlich. Wenn man die... Nein, das war falsch. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, das zu machen. Man muss nur gucken, dass man nicht daneben springt. Boah, ich sehe gar keinen Kreis, ja. Normalerweise sieht man ja immer so einen Lichtkegel oder so um die Fackel rum, die gerade an ist. Der scheint ja irgendwie nicht groß genug zu sein. Aber der Sound ist ja Stereo. Das hört man auch manchmal, ob der die Fackel rechts oder links brennt. So, ich habe ja schon 22 Punkte hier. So, im Prinzip könnte man jetzt stehen bleiben hier. Nicht, dass man da noch aus Versehen ins Wasser fällt. Und... Das war's. Oh oh, das war ein bisschen zu leicht, aber den Preis hast du dir verdient. Ein Herzteil, schon wieder gefunden. Sammel 4 Herzteile. Jeder neue Herzcontainer erhöht deine Energieleiste. Dabei wollte ich sparen, um ein großes Schiff zu kaufen. Jetzt muss ich wohl Konkurs anmelden. Ja. Okay, ja. Wir haben ja noch die Frösche vor uns. Wir sehen uns dann wieder im ersten Level. Bis gleich. Dämmerwald-Tempel. Du, der du mein Vermächtnis trägst. Kehre zurück zum heiligen Ort, um mir gegenüberzutreten. Na du, das werde ich aber nicht machen. Ja, das ist jetzt, das passiert, wenn man die Maske vom Endgegner schon hat und dann hier nochmal reingeht. Dann kommt hier so ein Licht, dann könnte man sich zum Endgegnerraum teleportieren und den dann nochmal machen. Aber das, ja, brauche ich nicht. Noch nicht. Bin ich jetzt falsch? Glaube ich, bin falsch. Okay, wir sehen uns dann in diesem Raum mit dem Frosch. Was ich auch gut finde, ist, dass man die Karte und den Kompass schon hat, wenn man hier nochmal in den Tempel reingeht. Weg ist er. Ah, Don Gero.
Was führt dich hierher? Kann es denn sein? Sag nichts. Ist es wahr? So, das war's. Jetzt sehen wir uns beim Waschplatz. Ich hätte auch... Also da ist ja noch einer am Sumpf. Ja, da muss ich mich da nochmal hinbeamen, hinteleportieren. Hallo? Oh, Don Gero. Wie lange ist es her? Ja, die sagen natürlich immer dasselbe. Die müssten auch was anderes sagen. Mal was anderes sagen, wenn man schon Goat besiegt hat. Na gut, dann werde ich erstmal Goat besiegen und dann nochmal zu dem letzten Frosch gehen. Meine Güte, wieder Goat besiegt. Ich habe auf dich gewartet, Don Gero. Verzeih mir, wenn ich mich täusche, aber bist du ein wenig schlanker geworden? Wie du sehen kannst, ist der Winter nun vorüber und der Frühling hat die Berge wach geküsst. Lasst unseren Gesang beginnen. Es geht nicht. Da fehlt doch einer. Es sieht leider so aus, als wären nicht alle unserer Mitglieder erschienen. Vielleicht war der Winter zu lang oder sie haben noch gar nicht bemerkt, dass der Frühling nun doch begonnen hat. Und das, wo uns der große Don Gero persönlich besucht. Was für ein Jammer. Wo sind die anderen bloß geblieben? Was machen sie nur? Ja, das habe ich ja extra gemacht. Ich wollte ja eigentlich mal gucken, was passiert, was sie sagen, wenn der Frühling da ist und man sie anspricht. Einer fehlt ja noch, dass der im Sumpf auf dem Baum stammt. Aber erstmal werde ich hier noch eine Truhe öffnen, die da unten ist. Hier ist ein Schild. Zum Goronendorf. Da sind Wolfsheimer. Achtung! Die Goronenrennstrecke werde ich wohl nicht mehr machen. Das ist mir dann doch zu anstrengend. Und hier haben wir... Oh! Große Truhe. Große Animation. Was kann da wohl drin sein? Ein Herzteil. So, und da hinten in der Ausbuchtung hier. Da sind, ich glaube, da waren nur 20 Rubine drin. Mal schauen. Ja, nur 20 Rubine. Na gut, ja, denn sehen wir uns. Ja, okay. Also, wir sehen uns im Sumpf. So, im Sumpf gleich da. Können wir mal schauen, was hier steht. Und der Running Gag? Nee, doch nicht. Zum Dekopalast. Vorsicht vor den Oktoroks. Und hier ist der letzte... Frosch. Mal gucken, was der sagt. Jetzt ist ja der Frühling schon da. Das heißt, er kann jetzt nicht mehr sagen, es ist noch Winter. Ah, Don Gero, wie lange ist es her? Was führt dich hierher? Kann es denn sein? Ist der Frühling nun doch in den Bergen eingezogen? So ist es also wahr. Der Winter dauerte so lange an, dass ich langsam alle Hoffnung fahren ließ. Ich verstehe, ich werde fortan in die Berge aufbrechen. Ja, denn mal... die Augen verdeckt durch diese... durch die Arme der Froschmaske. So, wo sind sie denn? Da hinten. Hallo? Wenn das nicht der große Don Gero ist, sollen wir nochmal singen? Ja, mach mal. Das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns auch die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Jawohl, Herzteil, nochmal eins gefunden. Es lag ja einfach so rum. Lass uns wieder mal zusammen musizieren.
Dann werde ich mal noch zwei andere Herzteile holen. Da hört man wieder den Tänzer. Und runter. Ich muss mal gucken, welche Höhlen das waren. Hier, ich glaube, ja, das war die mit dem Herzteil, was nach unten flattert. Hä? Kommt es erst... Achso, da ist ein Rubin rausgekommen. Und da ist ein Herzteil rausgekommen. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und was kommt da raus? Ah, es ist schon merkwürdig, dass die nach unten wandern, ja? Und unten kommt das erst raus. Ja, das hat man es leider nicht so ganz gesehen. Weil der... wie heißen die? Diese Gegner, ich weiß nicht, wie die heißen. Der war davor, hat man leider nicht gesehen, wie das Herzteil aus dem Bienenkorb da rausgekommen ist. Na gut, war doch die richtige Höhle. So, jetzt gibt es hier noch andere Höhlen, noch vier andere Höhlen, die man färben muss. Da versuche ich jetzt mal hinzugehen. Oh mein Gott, ey. Diese Viecher, ey. Ey, die Sandwühler hier, die sind wirklich unfassbar nervig. So, von diesen Höhlen, da stehen ja Mythensteine drin. Das sind die hier. In der 3DS-Version, also die muss man färben. Das macht man entweder... mit der Sonate des Erwachens, dann färbt man die grün. Ich spiele das Goronische Schlummerlied als Gorone oder als Zora Bossa Nova der Kaskaden spielen. Dann färbt man die. Mit der Elegie des leeren Herzens müsste man sie wieder zurückfärben können, dass sie wieder weiß werden. Und immer den größeren färbt man hier. Und es gibt noch andere, drei weitere Höhlen, die muss man färben. Ich glaube, in der 3DS-Version ist es egal, in welche Farbe man die färbt. Also rot, rot, grün oder blau. Aber in der N64-Version müsste es, glaube ich, das Goronische Schlummerlied sein, was man da immer benutzen muss. Ich muss mal schauen, wie die Höhlen sind. Ich weiß die leider nicht mehr auswendig. Hier ist die nächste dieser Höhlen. Noch zwei andere Höhlen. Sind ja hier vier Gebiete. Also praktischerweise auch vier Höhlen. Mir ziemlich sicher, dass die hier irgendwo ist. Oder? Vielleicht hier? Ah, hier ist er, ja, okay. So, dann fehlt mir natürlich noch eine andere.
Ja, die andere müsste ja dann logischerweise bei den Goronen sein. Also da, wo das Eis ist. Da muss ich wohl eine übersehen haben. So, hier waren die Dodongos. Ja, da muss ich nochmal suchen. Ja, ich habe sie gefunden. Es war direkt das nächste Ding, was ich, wonach ich gesucht hätte. Hier ist noch eine Höhle. Ja, in der nächsten Folge geht's weiter mit dem Canyon und wie wir da hinkommen. Ich hoffe, ich habe bis jetzt keine Herzteile übersehen. Außer das, was man mit Angie und Carfei machen kann. Na gut, denn wie immer danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.